Herzlich willkommen bei Franz kocht auf. Heute grillen wir auf. Wir grillen ein Kalbskotelett mit gratinierten Kartoffeln, einer überbackenen Tomate. Kommt mit in die Küche. Los geht's. Wir starten das Gericht mit der Tomate. Die Tomate wird geschält, dann ist sie angenehmer zum Essen. Eine feste Tomate, Strunk entfernen und hinten ein Kreuz einschneiden. Und jetzt wird die Tomate gedämpft. Dampfgarn einstellen, 100% Dampfsättigung, 10 Minuten vom Kaltstart bei 99-100 Grad. Während die Tomate dämpft, bereiten wir uns jetzt unser Kartoffelgratin zu. Du brauchst für 2 Personen 4 kleinere Kartoffeln, eine kleine Schalotte, eine Knoblauchzehe, etwas Kräutersalz und 4 Esslöffel geriebenen Parmesan. Etwas Sahne, 50 ml und 50 ml Wasser. Die Hälfte vom gehackten Knoblauch und Zwiebel gibst du in eine feuerfeste Form. Die Kartoffeln werden nun blättrig geschnitten und nun die Kartoffelblätter auf die Zwiebeln, auf den Knoblauch verteilen, sodass die Formen ungefähr 1 cm unter den Rand circa gefüllt sind. Nun den restlichen Zwiebel, den Knoblauch, Kräutersalz auf den Kartoffeln verteilen, die Sahne und etwas Wasser und leeren das hier darüber. Und pro Person 2 Esslöffel geriebenen Parmesan. Der Dampf hat jetzt die Tomatenschale gelöst. Und zum Abkühlen leeren wir kaltes Wasser darüber. Dann können wir die Tomate besser schälen. Nun heizen wir für das Kartoffelgratin vor. 170 Grad, 50% Dampfanteil, feucht gern mittel. Je nach Backform 45 bis 60 Minuten. Die 2 Koteletts auf beiden Seiten gesalzen und gepfeffert. Und die Koteletts werden in der Pfanne oder auf dem Blanchergrill angebraten. Auf ein Backblech und darüber einen Rost geben zum Abtropfen. Die Tomaten jetzt zu den Koteletts legen. Oben ein wenig Semmel bröseln und mit kräftigem Käse bestreuen. Das kann Gorgonzola sein. Wir haben hier Bergkäse, den Käse, den was du gerne magst. Damit die Koteletts richtig schön leicht rosa in der Mitte sind, werden wir das kontrollieren mit dem Kerntemperaturfühler. Dazu den Fühler genau in die Mitte der Koteletts stechen. Die Kartoffelgratins haben eine schöne Farbe, sind jetzt schön weich. Die Koteletts schieben wir über die Kartoffelgratins, schließen den Kerntemperaturfühler am Gerät an. Bei 80-90 Grad wird das Fleisch langsam erwärmt und die Kartoffeln, die Beilagen, werden warm gehalten. Für eine schnelle Soße wird ein wenig Zucker karamellisiert, Tomatenmark abgeröstet, dann wird abgelöscht mit ein wenig Weißwein, ein wenig Rindsuppe einkochen lassen zum Aromatisieren, Tomaten und ein wenig Kräuter dazugeben, einkochen, binden und die Soße ist fertig. Sobald die Kerntemperatur erreicht ist, richten wir die Gerichte an. Das ist unser Kalbskotelett mit den Kartoffelgratin und der Tomate. Viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal bei Franz kocht auf!